Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Nein. Ich bin dein Vater. Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodim zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, wir befinden uns hier auf Akala in... wo denn eigentlich? In... Wie hieß die Stadt? Kantai City. Ja, genau, da steht's nochmal unten. In Kantai City befinden wir uns. Und jetzt geht's direkt mal weiter in die nächste Story. Da wartet schon Lilly auf uns. Oh, Zwergenfee. Ja. Das auch, aber ich glaube, mein kleiner Freund hier könnte Interesse an den Ruinen des Lebens haben. Der Schutzpatron von Akala heißt übrigens wohl Kapu Fala. Der hat eine Frage dran. Okay. Ich habe mich gefragt, ob du uns nicht vielleicht dorthin begleiten kannst. Es sieht so aus, als hätte Wölkchen dich ins Herz geschlossen, Zwergenfee. Wir warten dann beim Hotel Meeresrauschen. Ich habe dort eine Verabredung mit einer Person, die mir sehr wichtig ist. Keine Sorge, ich finde alleine dorthin. Man kann das Hotel ja von hier aus schon sehen. Und du gehst wieder in die Tasche. Macht er doch, oder? Nein, hat keinen Bock drauf. Komm schon, Piu. Ab in die Tasche. Tu, was Frauchen dir sagt. Ab ins Körbchen. So. Ich habe übrigens von einer Gruppe gehört, die sich Team Skull nennt und anderen ihre Pokémon stiehlt. Wir sollten aufpassen, dass wir solchen bösen Menschen gar nicht erst über den Weg laufen. Du, Lilly, den bin ich sogar schon mal über den Weg gelaufen. Ja, den bin ich glatt über den Weg gelaufen. Musste ich leider schon. Meinst du nicht auch, Zwergfee? Joa. So übel sind die aber gar nicht. Ja, was soll es? Ich muss mal in den Laden rein. Die Boutique, das scheint doch wirklich die Boutique zu sein. Holen wir uns neue Kleidung. Haben wir hier was Stylisches für das Outfit? Willkommen! Ich möchte etwas kaufen. Okay. Ja, nicht schlecht. Kleiner Fanartikel für Professor Eich. Das hier ist ein Sportstanktop. Da würde ich doch am liebsten bei dem alten Design bleiben. Hier haben wir Shorts. Oha, ein Rock mit Blumenmuster. Aha. Also blümchenmäßig ist ja hier auf Alola nicht falsch, dass man das mal versucht. Kann man mal testen? Ja, sieht doch ganz... Ja, auf Alola kann man das mal tragen. Ein kleines Rückchen hier. 6800. Ja, gönnen wir uns. Mal ein bisschen Abwechslung hier auf der nächsten Insel. Kniestrümpfe. Nein, bloß nicht. Hier so eine Fashion Base Cap. Eine Sportkappe. Ja, so zu verrückt wollen wir es dann auch nicht machen. Eine Designerbrille. Vielen Dank. Okay, dann ziehen wir uns mal um. Ich will den neuen Rock ausprobieren. Na denn. So schlecht sieht das doch gar nicht aus. Kopfbedeckung, den will ich vielleicht mal abmachen. Geht das? Ich lief doch ohne Kopfbedeckung rum, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war so. So sind wir rumgerannt. Ja, machen wir mal. Neuer Style. Neues Glück. So, weiter geht's in
Kantai City. Wir haben ein Pokémon Center, da gehen wir direkt mal rein, holen wir uns mal Heilung für das Pokémon Team. Okay, ich fand die Shorts eigentlich besser, aber ja, komm. Hier nur für die Insel hier, nur für Akala. In der nächsten Insel ziehen wir uns wieder um. So. Einmal heilen bitte, meine Pokémon. Alle Viere. Einmal geheilt. Joa. Und das ist der Punkt, meine lieben Leute, wo ich mich leider von Ben trennen muss. Wäre bestimmt ganz cool geworden, den zu einem Zorua, heißt das, glaube ich, zu einem Zorua zu trainieren, aber nein, danke. Ich habe eh bemerkt, dass ich das Pokémon vernachlässigt habe. Es wurde nicht wirklich trainiert und ja, gehen wir erstmal mit Lea, mit Hoodie und mit die Izzy, meine ich natürlich, den Tintenfisch. Mit dem wollen wir jetzt weitergehen. Okay, jetzt haben wir nur noch 3 Pokémon. Wir werden hier auf jeden Fall neue Pokémon fangen. So viel ist klar. So viel ist mal klar, dass da noch neue dazukommen. Ein Bismarck ist wirklich sehr gründlich. Es tut ernst, wenn etwas gefunden wurde. Am besten nimmst du dir einen anderen Weg, bis es hier alles verborgene Items entdeckt hat. Brrrk. Hier kommen wir vorerst nicht vorbei. Das wissen wir aber. So war es ja auch in Pokémon Sonne und Mond. So, na dann. Hier soll es weitergehen mit der Story. Wer ist denn da? Hey, du da! Die kennen wir doch. Aha, tut mir leid, dass wir dich erschreckt haben. Du bist auf Inselmannschaft, oder? Ich bin Dexio. Ich heiße Sina. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Ah, es fällt mir wieder ein, woher ich Dexio kenne. Ah, die Musik verrät's mir, ja. Die Musik. Wir sind hergekommen, um uns die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Aber wir interessieren uns auch sehr für die Inselmannschaft, die es nur hier gibt. Was sagst du? Willst du einen Kampf gegen mich wagen? Ein Kampf? Ja, okay. Von mir aus. Das sieht sehr üppig aus, meine Haarpracht hier. Ich war mir sicher, ich hätte keine Mütze getragen, keinen Hut, aber das sieht irgendwie anders aus. Naja, was soll's. Boah. Vielen Dank. Ich finde den alten Hut ganz in Ordnung. Das ist mein neuer Stil hier. Ein Tanktop und kann mich an keinen Hut erinnern. Der Mandela-Effekt. Alles klar, auf geht's. Der Mandela-Effekt, ja. Ich erinnere mich an eine Welt, in der ich meinem Avatar keine Mütze gegeben habe die ganze Zeit. Aber bestimmt war es so, dass wir die ganze Zeit eine Mütze getragen haben. Bestimmt. Wer nicht den Mandela-Effekt kennt, den muss ich so mal kurz erklären. Sollen wir das mal machen? Jetzt lädt man die Set-Anzeige ein. Ich würde eigentlich mal diesen Kampf mal moderieren wollen. Das sieht auf jeden Fall anders aus. Das sieht definitiv anders aus. Wir hatten vorher eine Mütze auf. Bin ich mir sehr sicher. Aber ich kann nicht... Ich schwöre... Ich hätte meinem Avatar die Mütze abgenommen. Schon in Mele, ganz am Anfang. Mandela-Effekt. Aber Zwergi, was ist der Mandela-Effekt? Ich erkläre es mal kurz. Mandela-Effekt, das kommt von dem lieben Nelson Mandela. Wie ist der so? Der Präsident von Schlag mich tot, Südafrika. Ich bin sehr schlecht in Geschichte. Die Geschichte um Nelson Mandela sagt nämlich, dass er... Und war nochmal, ich glaube, Schlacht mich tot, das ist... korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. 2013 ist er gestorben. Nelson Mandela.
Bürgerrechtsaktivist und meiner Meinung nach Präsident eines afrikanischen Landes. Alter, habe ich da was verpasst? Ich habe mich dafür mal belesen, aber es ist lange her. Ich bin sehr vergesslich. Na, lange her ist es nicht. Aber ich bin sehr vergesslich. Und Izzy ist Game Over. Wurde besiegt. Jedenfalls geht es darum, dass dieser Mandela erst 2013 beerdigt wurde. Aber es gibt Leute, die behaupten, bereits 1980 miterlebt zu haben und mitgesehen zu haben, wie Nelson Mandela beerdigt wurde, wie er im Gefängnis gestorben ist. Es gibt Leute, die wirklich sogar im Fernsehen seine Beerdigung 1980 mitgesehen haben wollen. Aber ja, Nelson Mandela ist de facto 2013 erst gestorben. Und ja, daher dieser nach ihm benannte Effekt. Was, Lea wurde besiegt? Ach du Schande. Ich muss ja mal noch ein Pokémon besiegen. Einen Kampf bestehen. Ja, der erste Mandela-Effekt sagt auch, nein, nur der Mandela-Effekt sagt ja halt auch, zum Beispiel das, was ich hier gerade gesagt habe, dass die halt die ganze Zeit eine Mütze auf hatte, obwohl ich mich eindeutig an eine was? An eine Zwergenvieh ohne Mütze erinnern kann. Okay, wir sind nicht zum Pokémon Center gegangen, okay. Wir mussten also nicht gewinnen. Okay, mal ganz kurz zu Ende, jetzt kann ich mich konzentrieren, ganz kurz zu Ende erklären. Zum Beispiel auch Sachen, die man mit dem Mandela-Effekt verbindet. Ist zum Beispiel, hier sind wir gerade in Pokémon, das Pikachu mit dem schwarzen Rand am Ende, also am Schwanz. Und da gibt's Leute, die sich daran erinnern, Pikachu hätte einen schwarzen Rand am zackigen Schwanz gehabt. Hat aber nie gehabt. Also, ich weiß nicht, also ich habe Pikachu immer so gekannt, also immer mit gelbem Schwanz. Keine Ahnung, wie man sich das, also dieser Mandela-Effekt war bei mir nicht. Auch was bekannt ist der Monopoly-Mann. Der Monopoly-Mann, die Figur, die beim Monopoly immer vorne drauf ist. Dieser Mann mit Zylinder. Eine Frage an euch, bevor ich es auflöse. Hatte der Monopoly-Mann ein Monokel? Hatte der ein Monokel, dieser Monopoly-Maskottchen-Mann, der Monopoly-Man. Ich löse mal auf. Nein, hat er nicht. Niemals einen Monokel. Das ist das, was halt wirklich, googelt's nach, sucht mal nach Monopoly-Bildern. Ich blende euch hier vielleicht eins ein. Nein. Das ist das Verwirrende. So, weiter im Text hier. Wollen nicht die ganze Zeit über den Mandela-Effekt reden. Ich verlinke euch mal was unten in der Video Beschreibung. Da gibt es ein paar Videos, die ihr euch angucken könnt. Vieles über den Mandela-Effekt. Dann habe ich sie auch mal kurz angeschnitten. Und ihr könnt euch informieren in den Videos hier, die in der Videobeschreibung verlinkt sind. Verstehe, während ihr zusammen die Prüfung meistert, wächst die Freundschaft zwischen dir und deinen Pokémon. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ein Moment lang hat es sich so angefühlt, als wäre ich Teil deiner Insellandschaft gewesen. Als kleines Dankeschön heile ich deine Pokémon. Ich bin jetzt Dank verpflichtet. Vielen, vielen, vielen Dank. Du und deine Pokémon seid eine nahezu unschlagbare Kombination. Ja, ich wurde gerade geschlagen von ihr, aber gut. Das erinnert mich an uns früher. Und an die 5 jungen Trainer von damals. Hier als kleines Zeichen unserer neuen Freundschaft. Du hast Top-Genesung. Top-Genesung wurde in der Medizintasche verstaut. Es könnte sicher nicht schaden, auf Route 4 etwas zu trainieren und die Verbindung zu deinen Pokémon weiter zu vertiefen. Also, dann bon voyage! So,
Na dann. Schauen wir uns mal weiter um. Das Team ist geheilt. Ein Herrschersticker, ich sehe einen Herrschersticker. Du ziehst den Herrschersticker ab und nimmst ihn mit. Ja. Die Guffas sind weg. Das ist schön. Muss man nur einmal von der anderen Seite kommen. Das Hotel, ja, da müssen wir ja mal rein. Müssen wir uns ein bisschen entspannen. Im Hotel sich entspannen. Und da legen wir uns rein. Ja. So. Oh, du bist das Zwergfee auf dem Weg. Hierher kann man einige Mitglieder von dem Skull entgegen. Auf dem Weg hierher kamen mir einige Mitglieder von dem Skull entgegen. Also habe ich einen Umweg gemacht, um keinen Ärger zu bekommen. Leider konnte ich deswegen meine Verabredung nicht mehr einhalten. Egal, nun bin ich ja hier. Du bist wohl auf dem Weg zur nächsten Prüfung, nicht wahr, Zwergfee? Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass die nächstgelegene Prüfungsstätte hinter Route 4 zu finden ist. Danke für den Hinweis, Lilly. Dann werden wir wohl demnächst mal zur Route 4 aufbrechen. Wow, bequeme Sitzmöbel. Das sieht aber sehr, sehr entspannend aus. Da müssen wir uns direkt mal hinsetzen. So. Wir können uns in der Tat nicht setzen. Wieso können wir uns nicht setzen? Wieso nicht? Das ist doch eine blöde Neuerung hier. Die übrigens schon in Sonne und Mond da war. In Pokémon Y konnte ich mich noch hinsetzen. Aber das ist, also, man muss doch auch mal rasten. Ja, ich weiß, wer rastet, der rostet, aber. Im Hotel, guck mal hier, wenn es so bequeme Sitzmöbel gibt. Ich will mich setzen. Ich will mich dahin platzieren. Wieso darf ich nicht? In so einem schönen Hotel. Muss ich wandern und nicht rasten? Darf ich nicht ruhen? Du ziehst den Herrschersticker ab und nimmst ihn mit. Du hast insgesamt 12 Herrschersticker gesammelt. Ja, ab 20 kriege ich so ein doofes Radikal. Müssen wir wohl noch sammeln. Können wir uns ein Radikal abholen. Ja, von mir aus. Vielleicht ist es ja nützlich fürs Team. Willkommen im Hotel Meeresrauschen. Willkommen im Hotel Meeresrauschen. Willkommen im Hotel Meeresrauschen. Willkommen. Ja. Ist klar, ich lasse es bleiben. Ein wunderschöner Aufzug, wo der wohl hinführt. In welches Stockwerk möchtest du? Zweites OG. Und wie komme ich ins erste OG? Und was soll's? Schauen wir uns im zweiten OG um. Was gibt's hier? Zimmer. Ja. Oh, ein Luxus-Suite. Und dass man kein Luxus-Suite ist. Bella. Leidei. Blu. Pokémon synchronisieren. Ist klar. Niemand darf uns sehen. So ist es vom Schicksal bestimmt. Kuchelei. Blablabla. Du wurdest aus dem Zimmer gedrängt. Ich wurde gegangen. Ich wurde einfach gegangen. Ja, aber ich habe sie gesehen. Und sein, werde ich auch wieder gegangen. Nein. Ja, wie finde ich denn jetzt die anderen? Du siehst jung und spritzig genug aus, würdest du mir helfen? Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie ich dir helfen soll und bei was ich dir helfen soll. Aber von mir aus. Massier mir einmal den Rücken und gräbe mich ein. Danke, dass du mir zuhörst. Es ist so, dass ich mir heute mit einem Paar jemanden Gastkameraden zum 30-jährigen Treffen in Kanta City einfinden wollte. Aber das Gebäude, in dem wir das letzte Mal getroffen haben, ist spurlos verschwunden. Naja, immerhin ist das schon 30 Jahre her. Ach, so alt bin ich schon geworden. Das ist sowas von wohl zu erwarten. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun und meinen drei Freunden in Kanta City finden? Sag ihnen einfach, dass ich hier auf sie warte. Mach ich doch gerne.
Ich sag deinen Seniorenfreunden, wo du bist, wenn ich sie finden sollte. Mogel. Ein Mogelbaum. So, ein wunderschöner Ausblick aufs Meer. Ja, hier kann man doch verweilen. Hier kann man doch seine Zeit verbringen. Kostet bestimmt aber sehr, sehr viel. Der Aufenthalt in so einem teuren Hotel. So lange bleiben tun wir hier nicht. Übernachten wollen wir nicht. So viel Geld habe ich dann doch nicht mit. Na doch, habe ich irgendwie schon, aber... Na komm. Müssen wir uns nicht unbedingt gönnen. Oh, wer bist denn du? Corazon, starrt dich an. Was möchtest du tun? Ach, wieder dieses Spiel. Corazon möchte mit dir spielen. Ich aber nicht. Ich muss mich verabschieden. Gehen wir weiter. Ein Page. Dieses Corazon ist bei uns im Hotel der Star. Es kann seine Attacken Dornkanone so geschickt einsetzen, dass sie keine Schmerzen verursacht, sondern zur entspannten Massage wirkt. Ah, interessant. Erzähl mir mehr. Jo, was hier los? Hier gibt's doch ein Item. Beleber gefunden. Nice. Oh. Dich kenne ich doch. Du bist doch von Team Plasma, oder? Fantastisch, einfach fantastisch. Alola überrascht einen immer wieder aufs Neue. Aufs Neue. Vertraut ein Trainer seinen Pokémon auch in extremen Situationen, wird es seiner wahren Stärke freien Lauf lassen. So wie es jenem Trainer gelang, den ich einst traf. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dies in Alola in Gestalt des Attacken äußert. Jenem unsichtbaren Band, das zwischen Mensch und Pokémon besteht, verleihen sie eine sichtbare Gestalt. Der Gesetzkraftring und die Sendkristalle. Mithilfe der unbekannten Energie, die ihnen innewohnt, können wir die Tür zu neuen Welten öffnen. Der sieht doch sehr nach Team Plasma aus. Das blaue Ding dort oben, das könnte so ein Kringel sein. Und der Mantel, ja, sieht nach Plasma aus. Die werden wir ja noch irgendwann mal treffen in dem Spiel, sagten die Trailer. Und müssen die Trailer ja stimmen. Eigentlich betreibe ich ein Schmuckgeschäft, doch derzeit genieße ich hier einfach nur meinen Urlaub in vollen Zügen. Zu meiner Arbeit gehört es, seltene Steine zu erwerben. Relaxonium Zed. Nionium Zed. Marschadovnium Zed. Bringst du mir ein Pokémon vorbei, das mit seinem Namen Pate für einen der genannten Zedkristalle ist, entstanden hat, dann überlasse ich dir den jeweiligen Kristall. Ja, sollte ich mal einen Pokémon von dieser Sorte kriegen, bringe ich es dir vorbei. Klar! Okay, auch hier wieder wunderbare Aussicht. Freut mich, dass ihr so schöne Zimmer habt. Irgendwann komme ich hier nochmal zurück und mache dann hier mal Urlaub. So, einmal runter bitte. Mit dem Lift wieder ins Erdgeschoss. Und dann nochmal raus aus diesem Hotel. Genug Zeit drin verbracht. Bis bald, Hotel. So, und nun begeben wir uns, glaube ich, mal langsam in Richtung Herausforderung. In Richtung Inselherausforderung. Und wo gehen wir wohl am nächsten lang? Am besten lang. Bah. Route 4. Am Ende von Route 4 sagt er, wartet die Inselherausforderung auf uns. Der Weg nach Ohana. Ja, Ohana, sagte der Professor. Ohana sei der richtige Weg. Dorthin, die Route entlang, bis hin zur Herausforderung. Gehen wir erst im nächsten Part. Bis dahin, habt noch eine angenehm fröstliche Zeit. Gehabt euch wohl und haut drinne. Lasst vor allem noch einen Däumchen nach oben da. Sollte es euch gefallen haben, gegebenenfalls auch ein Däumchen nach unten, sollte es euch nicht gefallen haben. Bewertet dieses Video, wie es euch gefallen hat. Ja, macht es so. Und lasst auch ein Abo da. Wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid, ist gratis und kostenlos. Und ja, tut's nicht weh.
Und wenn ihr neu seid, abonniert meinen Kanal, damit ihr ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpasst, mit der Zwergenfee hier im Pokémon Ultramond. Ja, dann freue ich mich darauf, dass ihr im nächsten Part wieder mit dabei seid und ja. Ciao, ciao. Bis dahin. Adios.